Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Fabian und heute zeige ich dir die Top 3 Finanzierungsmethoden für Fix und Flip in 2020. In meinem letzten Video haben ja schon einige Leute darunter geschrieben und gefragt, wie wir genau die Finanzierung gestaltet haben für unseren ersten Flip, den wir ja letztes Jahr gemacht haben. Jetzt noch nicht alles ist verkauft, aber fast. Und dementsprechend zeige ich das euch mal. Es haben auch ein paar Leute drunter geschrieben, Hey, mach doch mal ein Video für einen Normalsterblichen, der jetzt nicht vielleicht direkt nach dem Studium 3.000 oder 5.000 Euro im Monat verdient und auch nicht 20.000, 30.000 Euro von den Eltern mitbekommen hat, sondern für jemanden, der jetzt halt nichts hat. So, ja? Und da muss ich einfach zu sagen, Immobilien ist einfach ein Game, das kann einfach nicht jeder spielen. Man muss sich in eine gewisse Ausgangssituation, in eine gewisse Ausgangslage bringen, bevor man da sinnvoll einsteigen kann. Wenn man einfach nicht dazu in der Lage ist, dann muss man es halt einfach sich eingestehen und sagen, okay, ich bin einfach noch nicht in der Lage. Ich kann mich zwar jetzt schon fortbilden und lernen, wie das Ganze geht, aber trotzdem muss man sich erst in eine gewisse Situation bringen. Und das Einfachste, um das zu machen, ist Folgendes. Such dir einen Partner, arbeite mit einem Partner zusammen, der die finanzielle Ausgangslage schon hat. Du bringst Deals rein, der Partner bringt die finanzielle Ausgangslage mit rein und zusammen könnt ihr dann einen Deal machen. Ja? Deswegen, erste Aufgabe, teile das Video an einen Partner. Unter dem Video ist ein Teilen-Knopf. Schick das einfach mal an einen Freund, wo du denkst, hey, wir zwei machen 2020 zusammen einen Flip. Das soll sich angucken und dann trefft ihr euch und überlegt mal, ob ihr zusammen einen Flip macht dieses Jahr. Weil zusammen seid ihr auch, wenn ihr jetzt alleine es noch nicht könntet, vielleicht zusammen in der Lage, das zu machen. Deswegen schick's an einen Freund, der dein Partner sein soll dieses Jahr. Ja? Also fangen wir mal an mit der ersten Finanzierungsmethode für Fix und Flip. So. Die erste Methode ist ein variables Darlehen, also einfach ein variables Darlehen aufnehmen und das ist einfach ein Kredit. Ich nehme jetzt ein Beispiel mal 500.000 Euro als Beispielskredit für die ganzen Zahlen und Rechnungen, die wir jetzt vielleicht noch machen können. Dann, ja. 500.000 Euro für ein Flip-Objekt. Ja. Du finanzierst das variabel. Dann gibt es einen Nachteil schon direkt am Anfang. Die Bank möchte eine Bearbeitungsgebühr haben, in der Regel von 1% oder vielleicht auch weniger oder ein bisschen mehr, je nachdem, was für eine Bank du hast, je nachdem, wie du verhandelst mit denen, je nachdem, keine Ahnung, auf was das ankommt bei der Bank alles. Also bei uns war es 1%, das kann ich dir sagen. Wie es bei deiner sein wird, weiß ich nicht. Ja? Musst du fragen. Und dann musst du schon mal direkt ja, am Anfang ja 5.000 Euro einfach zahlen. Einfach so weg, ja. Dann kannst du die Finanzierung über diesen variablen Kredit gestalten. Variabler Kredit aus dem Grund, weil der Zinssatz berechnet sich jeden Monat oder jedes Quartal, ist auch wieder von der Bank abhängig und von der Finanzierungsmodell neu. Und bei unserem Fall ist es so, es ist an einem Euribor geknüpft plus 2,2%. Also das heißt Euribor plus 2,2. Wenn das der Euribor bei 1 ist, dann zahlen wir 3,2. Wenn er bei 10 ist, zahlen wir 12,2. Wenn er bei 0 ist, zahlen wir 2,2. Und wenn er bei minus 10 ist, zahlen wir auch 2,2. Ist schon mal so, die Banken deckeln bei 0. Das heißt, die zahlen nie, du kriegst nie Zinsen raus, wenn du so ein variables Ding hast. Also die nullen das immer. Es gab wohl Altverträge, da war es nicht genullt. Ich genieße leider nicht den Luxus, so einen Altvertrag zu haben, aber trotzdem gibt es vielleicht noch Banken, wo es das gibt. Das ist mir jetzt nicht bekannt, aber früher war es mal so. Und dementsprechend kriegen manche Leute echt Geld raus, wenn sie einen Kredit haben. Ja? Soll es geben. Und der Riesenvorteil von diesem Finanzierungsmodell ist, du zahlst keine Vorfälligkeitsentschädigung. Also du kaufst die Immobilie rein in den variablen Kredit. Dann wird die Grundschuld eingetragen aufs Objekt und beim Flip ist es manchmal so, wenn es halt leer steht, dann machen die Banken manchmal ein Ertragswertverfahren. Das heißt, die gucken, wie viel Ertrag hat das Objekt. Ja? Und wenn es keinen Ertrag hat, dann sichern die es halt nur, wenn der Kaufpreis 500.000 ist, nur mit 50% vielleicht. Dann sagen die Banken, okay, wir können ihnen nur 250 geben, weil das Ding ist halt nichts wert, weil es keine Mieteinnahmen generiert. Ja? Dementsprechend kann es halt auch, ist es eine Zusatzschwierigkeit, die jetzt irgendwie bei den Flips bei uns aufgetaucht ist. Wenn man so eine langfristige Finanzierung macht, da war das immer kein Problem, wenn es auch noch nicht vermietet war. Dann kann man sagen, hey, wir gucken nach einem Mieter oder so, das war immer kein Problem. Aber bei sowas kurzfristigem kann es halt mal nach einem Ertragswertverfahren gehen, anstatt nach einem Sachwertverfahren. Beim Sachwertverfahren wird geguckt, wie viel ist das wert, das Haus und so, was ist die Lage und wie teuer ist das Haus. Weißt? Und beim Ertragswertverfahren wird geguckt, wie viel
Kohle kommt rein durch diesen Deal und wie viel ist er dadurch wert. Ja? Und der Sachwert wird auch ein bisschen in den Hintergrund genommen. Und mit einem Mieter ist es deutlich besser wie ohne. Und beim Flip ist es natürlich besser, wenn du halt keinen Mieter hast. Ja? Deswegen ist immer eine Sache, wo man gucken muss beim Flippen. Variables Darlehen ist das Modell Nummer 1, das du fahren kannst. Wir haben ein Objekt damit gemacht, Bedingungen habe ich gesagt gerade. Ja. Modell Nummer 2, das du fahren kannst, das war dann das Modell, was wir bei unserem Flip gemacht haben, bei unserem ersten. Der hat sich länger gezogen, deswegen ist Modell Nummer 2. Ja. Eine Kreditlinie. Eine Kreditlinie hat richtig geile Vorteile und aber auch einen Nachteil. Der Nachteil ist wieder Bearbeitungsgebühr. Höhe der Linie wird Bearbeitungsgebühr bezahlt. Ja? Und eine Linie ist sozusagen ein Konto, welches dir eine Bank eröffnet und dir einen Kreditrahmen einräumt auf das Konto. Also das wird einmalig eingeräumt. Ja? Und wieder Beispiel 500.000. Ja? Machst du eine Linie über 500.000. Dann kostet 1% Bearbeitungsgebühr, 5.000 Euro, zack, weg. Und wieder Euribor plus irgendwas als Zinssatz. Und im Gegensatz zum variablen Darlehen, das wird in der Regel abgelöst, fertig, wenn du das Objekt verkaufst. Das ist Darlehen weg. Wenn du einen neuen Deal hast, holst du ein neues variables Darlehen. Bei der Linie, die eingeräumt wird, das ist ein Konto mit einem zulässigen Rahmen über gewisse Beträge mit gewissen Spielregeln, die werden mit dem Banker vereinbart. Spielregeln sind, komme ich gleich drauf zurück, aber erstmal, was der Unterschied ist zum variablen Darlehen. Die Linie bleibt bestehen, wenn du verkaufst. Also du kaufst ein Objekt rein in die Linie, wird es wieder besichert mit der Grundschuld, je nachdem, ob die voll angerechnet werden kann oder nicht, vom Kaufpreis, ob es vermietet ist oder nicht, plus ein bisschen Zusatzsicherheit brauchst du vielleicht, die wird dann irgendwo zusätzlich hinterlegt. Und wenn du verkauft hast, ist das Ding wieder frei, aber das Konto ist noch da. Der Riesenvorteil von der Linie ist der, dass das Konto noch da ist und dass die Linie freigegeben ist bis zu einem gewissen Betrag. Und du kannst direkt neu kaufen mit den Spielregeln, die vereinbart wurden. Beim variablen Darlehen, da gibt es halt eine Verhandlung, Spielregeln, zack, Deal durch, weg, Linie weg, variables Darlehen weg. Bei der Linie wird es einmal verhandelt, die Linie besteht, der Deal ist weg, der neue Deal kommt in die Linie rein. Der Vorteil ist, die Bank macht da keinen neuen Kreditvertrag mehr, weil das Ding ist ja schon da. Das Einzige, was du brauchst, ist halt eine Grundschuldbestellung und fertig. Du brauchst keinen Darlehensvertrag mehr unterschreiben. Und das ist halt ein riesen Vorteil, wenn du in größere Ligen reinkommst, weil da gibt es dann irgendwann eine Auflage, dass ab einem Gesamtengagement von 5 Millionen oder was weiß ich, der Vorstand einer Bank zustimmen muss. Und wenn der Vorstand zustimmen muss, dann kommt es halt darauf an, wenn du Prio Super AAA-Kunde bist, dann dauert das auch nur 5 Minuten. Ja? Aber für den Einsteiger dauert es dann halt vielleicht mal 3 Wochen, bis du eine Unterschrift hast für einen neuen Kreditvertrag. Und das ist halt wertvolle Zeit. Wenn du aber eine Linie hast, dann dauert es am Anfang 3 Wochen, bis die Linie durch ist. Und irgendwann dauert es gar nicht mehr, weil du brauchst keinen Kreditvertrag, weißt du? Und die Spielregeln sind bei uns halt auch verschieden gewesen zum Bestand. Also wir haben ja am Anfang nur Bestand gemacht. Ja. Ich würde jetzt auch andersrum anfangen, ehrlich gesagt. Ich würde erst ein bisschen flippen und dann irgendwann Bestand. Aber wir haben andersrum angefangen, gut. Und beim Bestand war es immer so, 100% Kaufpreis Finanzierung, Kaufnebenkosten mussten wir bringen. Und so haben wir es ein paar Mal gemacht. Und dann irgendwann wurden die Tilgungsanforderungen von der Bank angehoben. Die sind jetzt ein bisschen höher wie am Anfang, aber sind wir auch mit einverstanden. Aber bei der Linie war es halt so, dass halt eine Vollbesicherung mit einer schlechteren Bewertung vom Objekt halt gemacht wurde. Also beim Bestand wurde halt immer 100% beliehen, ja, am Anfang. Und bei der Linie wurde halt nur 60% vom Kaufpreis finanziert. Und es wurde schon 100% finanziert, aber die 40%, die halt nicht als Sicherheit da waren am Anfang, weil die Bank das Objekt schlechter bewertet hat, mussten wir als Eigenkapital, als Zusatzsicherheiten einbringen in Form von Grundschulden oder in Form von Eigenkapital irgendwo auf einem Zusatzkonto hinterlegen. Und es wird dann geblockt und die Bank zahlt die 500.000 zum Beispiel aus. Ja? Aber wir haben zum Beispiel nur 300.000 Sicherheit gehabt von dem wirklichen Flip-Objekt. Und dann mussten wir 200 Zusatzsicherheiten einbringen. Wirklich Zusatzsicherheiten einbringen in den ganzen Deal, damit der überhaupt zustande kommt. Und das ist halt schon ein Haufen Kohle. Ja? Und wenn du
wenn du eine abbezahlte Immobilie hast, die eine Grundschuld eingetragen hat, dann kannst du die mal benutzen für solche Sachen. Deswegen braucht man schon, wie ich eingangs schon erwähnt habe, entweder selber eine gute Startbasis oder selber halt irgendwie ein gutes Einkommen, damit man gute Finanzierung bekommt. Oder man hat halt einfach einen Partner, der schon finanziell ein bisschen besser dasteht als man selbst und kann dementsprechend ja sowas machen dann, ja. Bei uns waren die Spielregeln halt am Anfang Vollbesicherung, jetzt wird es ein bisschen angepasst. Also es wird immer lockerer, umso besser dein Track Record ist. Also ich kenne auch welche, die haben Geschäftspartner, die sind 60 Jahre plus und ewig schon im Immobiliengeschäft. Die rufen an und sagen, hey Bank, ich brauche Kreditlinie 10 Millionen, und dann haben die eine Linie 10 Millionen ohne große Sicherheiten hinterzulegen. Also Blanko-Linien, sowas gibt es auch, habe ich schon gesehen bei anderen, bei mir noch nicht. Bin ich noch zu jung für, aber es geht auf jeden Fall, ja. Deswegen muss man halt irgendwo mal einmal anfangen. Das dritte Modell, wie du einen Flip finanzieren kannst, ist einfach relativ simpel. Ganz normal mit einem ganz normalen Standard Annuitätendarlehen. Wenn du nämlich ein Annuitätendarlehen machst, dann ist es so ein langfristiges Investment-Standardfall. Du kaufst eine Immobilie langfristig mit einem Annuitätendarlehen einfach. Und da beleihen auch die Banken in der Regel, wenn du es privat machst, 100%. So war es bei uns beim Bestand auch. So. Der Vorteil ist der, du hast 0% Bearbeitungsgebühren. Der Nachteil ist der, du hast eine Zinsbindung drin in dem ganzen Ding. Also wenn du eine Immobilie wieder kaufst, also sagen wir Finanzierungsvolumen 500.000, du kaufst die an, zahlst du keine Bearbeitungsgebühr. Du hast einen Festzins, der dir zugesichert wird über 10, 15 oder 20 Jahre. Ich würde, wenn du einen Flip-Absicht hast, 10 Jahre machen, weil dann sind die Konsequenzen der Kosten nicht so hoch. Aber so kriegst du halt mehr finanziert über das Modell 3, aber dafür fallen die Kosten an im Verkaufsfall, weil du, wenn du es für 500 einkaufst, für 600 verkaufst, da hast du die Kaufnebenkosten noch mit drin, vielleicht 10% etwa, ja, 50.000 Gewinn, und das wird wahrscheinlich nicht reichen, um die Vorfälligkeitsentschädigung zu bedienen von dem Kredit, weil die schon hoch sind teilweise. Es kann sein, dass es reicht, 50.000 Vorfälligkeitsentschädigung bei 500 oder vielleicht sind es auch 60 oder vielleicht 40, aber so in dem Rahmen sind dann die Entschädigungszinsen, welche man zu zahlen hat, wenn man frühzeitig aus dem Vertrag aussteigen möchte. Deswegen muss das ein guter Deal sein, der ordentliche Renditen mit sich bringt, oder man kann es auch noch ein bisschen anders machen, denn man kann auch Folgendes machen, was ich gleich noch sage. Wenn man den Weg halt macht, hat man den Vorteil, man kriegt mehr finanziert. Zum einen zahlt am Anfang keine Bearbeitungsgebühr, mit dem großen Nachteil, dass man im Auflösungsfall des Kredits viel zahlen muss. Ja? Viel, viel, viel zahlen muss. Und wenn man es dann noch falsch macht, muss man sogar noch vom Netto zahlen, aber da muss man am besten mit dem Steuerberater drüber reden einmal, kurz sich beraten lassen, wie man diese Vorfälligkeitsentschädigung am besten bezahlt. Da gibt es nämlich auch ein paar Kleinigkeiten zu beachten, aber bitte mit dem Steuerberater das abklären. So, und was du noch machen kannst, damit du keine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen musst, ist Folgendes. Du kaufst die Immobilie auf ein Annuitätendarlehen, langfristig finanziert. Die Grundschuld vom Objekt dient als Sicherheit für den Kredit. Ja? Die Bank gibt dir die 500.000 und du gibst es weiter an den Verkäufer. Dann hast du das Objekt bei dir im Bestand. Du optimierst das Ding, sanierst es, flippst es, verkaufst es. Dann musst du eine Löschungsbewilligung eigentlich von der Grundschuld haben, dass die Grundschuld gelöscht wird vom Objekt, damit der Käufer seine eintragen kann. Aber dann musst du zahlen, weißt du, die Grundschuld, wenn du die Finanzierung ablöst, dann musst du die Finanzierung, Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen. Und dann kannst du Folgendes machen, du kannst bei der Bank ein Sicherheitsdepotkonto hinterlegen, also ein neues Konto eröffnen, das Depotkonto oder Verpfändungskonto oder wie auch immer, es gibt verschiedene Namen dafür, dann überweist du den gesamten Kauferlös, also was du kriegst für die 500.000, auf dieses verpfändete Konto, der Rest kannst du auf dein Girokonto überweisen, aber diese 500.000 werden auf ein Konto überwiesen, das verpfändet ist für diesen Kreditvertrag. Das heißt, der Kreditvertrag bleibt bestehen mit einem Konto mit Geld drauf in der Hinterhand, anstatt mit der Grundschuld, die vorher da war. Dementsprechend hast du einen Kredit, du hast ein Konto mit 500.000 über den Kreditvolumenbereich und du hast den Gewinn auf dem Girokonto. So, da musst du aufpassen, du musst Steuern bezahlen von dem Gewinn, klar. Und Zinsen weiterhin von dem Darlehen, weil das ist ja noch nicht weg. Aber wenn du einen neuen Deal machst, einen zweiten Deal, dann kannst du sagen, okay,
kaufe ich ein neues Objekt ein. Jetzt nehme ich wieder diese Grundschuld von dem neuen Objekt und löse damit den Ding ab, den verpfändet und löse damit das verpfändete Konto ab. Das Geld vom verpfändeten Konto wird benutzt, um den Kaufpreis beim Verkäufer zu bezahlen. Und das ist natürlich ein ganz plakatives Beispiel. Wenn die Preise in 1 zu 1 stimmen, macht man es einfach genau so, wie ich gesagt habe. Wenn halt plus, minus ein bisschen Variablen drin sind, muss man schauen, wie man die Differenzen ausgleicht. Aber das ist Daily Business vom Banker. Da kann man mit dem dann reden, wie man das löst. Aber dementsprechend wird dann die Grundschuld wieder eingetragen als Sicherheit anstatt der verpfändeten Linie oder des verpfändeten Kontos. Das ist dann weg, das Konto. Ja? Da ist wieder 0 Euro drauf oder ein Restbetrag, ein kleiner. Und das kannst du wieder löschen. Und beim nächsten Verkauf kannst du es wieder so machen. Und irgendwann kannst du dann halt vielleicht in Modell 1 oder Modell 2 übergehen. Wobei ich glaube, dass bei professioneller Vorgehensweise Modell 2 das Beste ist mit der Kreditlinie. Ich denke, damit kann man am besten fahren, weil man kann die Linie immer erhöhen. Umso mehr Deals man hat, desto höher wird das ganze Ding. Und alle Finanzierungen oder alle Kaufpreise laufen ja über einen Kredit sozusagen. Wenn man irgendwann eine größere Linie hat, mehrere Deals in der Abwicklung hat, dann laufen die alle durch die eine gleiche Linie. Und die Bank hat halt einen Kredit zu betreuen anstatt 10 oder 20. Und ich denke, das ist auf jeden Fall für einen Flip Einstieg der beste Weg. Ja. Lasst mir doch mal in den Kommentaren wissen, welcher von den drei Finanzierungswegen ihr am besten findet, also welchen Weg ihr einschlagen würdet für euren ersten Deal und für euren fünften Deal vielleicht, wenn ihr mal schon Erfahrung habt, und welchen Weg geht ihr aktuell? Vielleicht habt ihr ja noch einen ganz anderen Weg, der mir noch gar nicht bekannt ist und der vielleicht viel besser ist. Deswegen freue ich mich über eure Meinungen, eure Einflüsse, was ihr mir noch so da erzählen könnt zu. Deswegen viel Erfolg bei euren Flips in 2020 und denk dran, das Video an einen Freund zu teilen, mit dem du dieses Jahr deinen ersten oder zweiten oder dritten Flip durchziehen wirst. Vielen Dank fürs Anschauen. Ciao, euer Fabi.